Im ernsten Beinhaus ist es gewesen, wo man Schillers Schädel begrub. Ja, und hinterher wusste man gar nicht mehr, welcher der richtige war. War es vielleicht sogar der hier? Wir wissen es nicht, aber versuchen wir es mal herauszufinden. Die Suche nach Schillers Schädel, die beginnt hier, wo quasi seine eigene Lebenszeit endete. Am Schillerhaus in Weimar. Hier verbrachte er nicht nur seine letzten Lebensjahre, ja, sondern hier verstarb er auch am 9. Mai 1805. Trotz schwerer Krankheiten, die Schiller ein Leben lang begleiteten, trieb ihn sein Wille, stetig an, weiterzuarbeiten. So vollendete er noch am 1. Mai 1805 den ersten Akt des Dramas Demetrius. Einen zweiten stellte er allerdings nie fertig, denn 8 Tage später starb Friedrich Schiller. Zurück blieben neben Skizzen des Stücks seine Ehefrau Charlotte und die 4 gemeinsamen Kinder Karl, Ernst, Caroline und die erst 9 Monate alte Luise. 2 Tage hat es dann gedauert, bis Schillers Sarg fertiggestellt gewesen ist. Ja, und dann brachte man ihn in der Mitternacht des 12. Mai 1805 über die damalige Esplanade, den Markt, hierher auf den Jakobsfriedhof. Denn dort befindet sich das Kassengewölbe. Das war damals eine Art, ja, kann man so sagen, Massengrab für angesehene Weimarer Bürger, die aber eben keine eigene Grablege hatten. Ja, und da brachte man dann eben auch den Schiller hin. Und einer der Sargträger, Karl Schwabe, der hat das Ganze sehr ausführlich beschrieben. Das Gewölbe wurde geöffnet und der Totengräber mit 3 seiner Gehilfen trugen ihn hinein. Öffneten hier eine Falltür und der teure Tote wurde in die unterirdische, dunkle, von keinem Lichtstrahl erhellte Gruft an Seilen hinabgesenkt. So den hier schon Begrabenen beigesellt, die Falltür wieder niedergelassen und dann das äußere Tor des Gewölbes verschlossen. Kein Trauergesang, kein Wort. Im Verlauf der Jahre verkam das Gewölbe immer mehr zu einem Massengrab und Schillers Sarg verfaulte zusammen mit den anderen. Und so wie ja Schiller noch heute für ganz viele Kult hat, so war das ja auch damals nicht anders. Ja, und so wurden dann auch schnell die Rufe lauter, dass man ihm doch vielleicht eher eine würdige Begräbnisstätte widmen könnte. 20 Jahre später stieg man also erneut und wieder unter Aufsicht von Karl Schwabe in das Kassengewölbe, um Schillers Gebeine zu suchen. Da von dem ursprünglichen Sarg nicht mehr viel übrig gewesen ist, barg man 23 Schädel aus dem Grabschutt. Darunter fand sich ein besonders gut zu Schillers Körpergröße passender. Man verglich ihn mit der Totenmaske, bestätigte das Urteil und erklärte den Schädel für echt. Den vermeintlichen Schillerschädel brachte man dann hierher an die Anna-Amalia-Bibliothek. Dort wurde extra eine Büste von ihm bereitgestellt, in der der Schädel quasi ja, eingebettet werden sollte. Nur ein gewisser Geheimrat hatte noch etwas anderes im Sinn. Im September 1826, da ordnete Goethe dann nämlich an, dass man Schillers Schädel hierher in sein Haus am Frauenplan brachte. Und dort schloss er den dann in seinem kleinen Häuschen hier im Garten ein und behandelte ihn fortan wie ein Schatz. Und nur ganz wenige Auserwählte durften ihn sehen, darunter Wilhelm von Humboldt, der das Ganze in einem Brief an seine Frau beschreibt. Heute Nachmittag habe ich bei Goethe Schillers Schädel gesehen. Goethe und ich, Riemer war noch dabei, haben lange davor gesessen und der Anblick bewegt einen gar wunderlich. Dass man lebend so groß, so teilnehmend, so in Gedanken und Empfindungen bewegt vor sich gesehen hat, das liegt nun so starr und tot wie ein steinernes Bild da. Goethe hat den Kopf in seiner Verwahrung, er zeigt ihn niemand. Ich bin der Einzige, der ihn bisher gesehen und er hat mich sehr gebeten, es hier nicht zu erzählen.
Irgendwann musste der Geheimrat den Schädel dann doch rausrücken und 1827 erging dann auch von fürstlicher Seite ja, der Beschluss, dass man Friedrich Schiller bzw. seine Gebeine hier in der Fürstengruft beisetzen durfte. Ja, und dann wurde er quasi nochmal beerdigt und auch ein paar Jahre später dann neben dem Goethe, der dann 1832 gestorben ist. Und vielleicht hat es ihn ja irgendwie den Mann, der ja so viel Angst vor dem Tod hat, am Ende ein bisschen beruhigt, quasi direkt neben ja, seinem besten Freund beerdigt worden zu sein. Nur, was der Gute leider nicht wusste, war, ja, der Schädel war leider immer noch nicht der echte. Da die Zweifel an der Echtheit von Schillers Schädel nie wirklich verstummt waren, wurde 2006 das Projekt der Friedrich-Schiller-Code ins Leben gerufen. Wissenschaftler wollten anhand von DNA-Proben die Echtheit seiner vermeintlichen Gebeine herausfinden. Dazu öffnete man neben seinem Sarkophag unter anderem auch die Gräber seiner Frau Charlotte und des Sohnes Ernst auf dem alten Friedhof in Bonn. Das Ergebnis brachte Ernüchterung. Keines der Skelettteile in der Fürstengruft konnte dem Dichter zugeordnet werden. Im Ernsten Beinhaus war's. Einst, wo man Schillers Schädel begrub, der ist bis heute leider nicht wieder aufgetaucht. Und so ist auch hier der Sarg in der Fürstengruft nach wie vor leer. Also wir waren nicht so erfolgreich. Wir haben also nicht rausgefunden, wo Schillers Schädel liegt. Ich kann ja vielleicht mal der Klassikstiftung anbieten, den hier irgendwie da reinzulegen. Macht ja auch keinen Unterschied. Nichtsdestotrotz war es ein sehr unterhaltsamer Ausflug hier durch Weimar. Ich bin schon gespannt, was wir beim nächsten Mal machen und verabschiede mich hiermit und sage bis denn.